Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, ihr seht schon, die große Halle ist gefüllt und es sieht einfach irgendwie wunderbar aus mit diesem ganzen, ja, Schnee, denke ich mal, soll es sein. Auch wenn es so ein bisschen bläulich ist. Wir sprechen mit Natti und ich hoffe, dass wir heute nicht allzu oft rausfliegen, manche weil Tage es gab immer noch kein Update. Als andere. Natti, ist alles in Ordnung? Manchmal verdränge ich die Abwesenheit meines Vaters und finde für ein, zwei Tage Frieden. Aber jetzt gerade nicht. Ich vermisse ihn. Vermisse es, mit ihm zu laufen. Vermisse das Matabeleland. Er sollte noch hier sein. Und ich bin schuld, dass er es nicht ist. Es ist nicht deine Schuld, Natti. Du hättest nichts tun können, um es zu verhindern. Das sagt meine Mutter auch. Doch er starb, um mich zu schützen. Und ich kann nicht anders, als mich schuldig zu fühlen. Ich durchlebe diesen Moment viel öfter, als mir lieb ist. Ich würde mich weniger hilflos fühlen, wenn ich Harlow und dem Rest von Rookwoods Bande wirklich ein Ende setzen könnte. Mit jedem Tag auf freiem Fuß richten sie mehr Schaden an und lassen Menschen wie Archie Bickle die Konsequenzen spüren. Ja, Natti. Wir kriegen sie. Ich habe noch nie erlebt, wie sich jemand so sehr für etwas einsetzt. Danke. Wir werden sie bestimmt kriegen. Angefangen bei Harlow. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Das war sehr hilfreich. Ja, kein Problem. Warum hänge ich hier eigentlich so, als ob ich Magenschmerzen hätte? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, das ging jetzt schneller, als ich erwartet hatte. Was haben wir denn noch für Aufträge, die wir heute machen können? Ach ja, die Prüfung haben wir noch, genau. Das kann ich noch nicht machen, weil ich nicht mehr drin war. Konkurrenz wegfegen habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal die letzte Prüfung. Und drückt mir die Daumen, dass wir nicht direkt schon wieder aus dem Spiel rausfliegen, wenn wir hinporten. Moment, die letzte Prüfung scheint aber nicht in Hogwarts zu sein. Die ist, wo ist die? Die ist ganz unten im tiefsten Nirgendwo. Okay, dann würde ich mal sagen, ich versuche mal zur Küstenmine zu reisen und wir sehen uns dann aber gleich am Zielort wieder. Bis gleich. Ja, wie ihr seht, bin ich mit dem Besen unterwegs, weil beim Porten ist er mal wieder rausgeflogen. Was soll ich dazu sagen? Ich freue mich unheimlich, dass sich einfach nichts tut bei Hogwarts. The Last of Us hat zumindest angekündigt, dass die ein Update rausbringen werden. Also wollen auf jeden Fall diesen Mittwoch, glaube ich, sollte es rauskommen. Ich bin mal gespannt, ob es danach dann tatsächlich stabil läuft. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, bei The Last of Us, da fliege ich, wenn überhaupt, so einmal in einer halben Stunde normalerweise raus. Klar, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ach, wieso kann die nicht einfach normal fliegen? Hallo, du sollst normal fliegen. Ja, geht doch. Weil immer, wenn ich Gas gebe, zieht sie nach unten. Ich weiß auch nicht, was das ist. The Last of Us, da ist es toi, toi, toi. Ich will jetzt nichts hervorrufen. Natürlich ist es auf jeden Fall nicht so extrem. Also hier ist es tatsächlich so, nahezu jedes Mal, wenn man portet, ist man raus. Und ja, da habe ich so überhaupt gar keine Nerven drauf. Ich quäle mich da jetzt gerade auch nur durch, weil ich wirklich möchte, dass ihr, die letzte Prüfung noch zu sehen bekommt. Und ja, ich denke, dann mache ich wirklich erstmal eine Hogwarts-Pause, weil es kann ja irgendwie nicht angehen, dass die es nicht auf die Kette kriegen, seit dem drittletzten Update, glaube ich, das Spiel wirklich stabil zu halten. Deswegen, ja, es tut mir wirklich leid, aber ich habe dann so gesehen noch andere Let's Plays, die dann Vorrang haben, diejenigen, die auch, also die Spiele, die auch funktionieren, und ja, das wollte ich nur mal eben loswerden. So, wie landen ist nicht verfügbar? Wie soll ich dann nach unten kommen, Leute? So, da sehe ich nichts. Das wird wahrscheinlich oben sein. Wir sind am Zielort angekommen. Und ich habe mir hier gerade mal so ein Zwischenziel markiert, damit wir das nämlich auch direkt mal frei haben. Sehr schön. Professor Fig. Sind Sie ja. Ich habe gute Nachrichten.
Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Okay. Revelio. Da. Confringo. Ah ja. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Ich sag mal ja. Sieht wie ein Grabhorn aus. Ah. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Oh mein Gott. Haben Sie je ein Grabhorn bezwungen, Professor? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Es kann natürlich schwierig sein, schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Aha. Wenn es sein muss, tue ich es. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Ja, hallo? Nimm mich doch einfach mit. Das wäre viel einfacher. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ist das denn... Oh, das... Puh, ja, okay, das ist noch ein ganzes Stück weit entfernt. Dann würde ich fast sagen, machen wir da nochmal einen Zwischenstopp. Ja, ich werde mich jetzt mal... Achso, ich kann hier wieder nicht fliegen. Ich werde mich mal auf die lange Reise machen und ich sehe euch dann gleich am Zielort wieder. Bis gleich. So, irgendwo hier unten soll es sein. Und wenn wir uns das so angucken... Ach, du Schande. Ernsthaft? Ich meine, wie groß ist das Vieh bitte? Ich meine, ich kenne es ja vom Film, aber das ist schon heftig. Hier muss es sein. Unten links sollen wir rein. Können wir hier vielleicht rum? Ja, genau, hier ist noch eine Treppe. Aber ehrlich gesagt würde ich das gerne am Tag machen. Achso, das ist die Höhle des Grafhorn. Ich würde es trotzdem gerne am Tag machen. Deswegen mache ich mal eben Tag. So, ob das jetzt viel besser ist, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, es ist zumindest ein bisschen heller. Oh Gott, ich weiß nicht, wie viel das Ding aushält. Ich habe auch keinen Moschussaft dabei. Hallo? Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Oh, fuck. Oh, ich hab vergessen, die Taste vorher zu drücken. Du bist ganz schön wild. Stelliamus und Ringo, können wir nicht darüber reden? Ja. Ringo. Oh, der Arme. Hallo, Grafhorn. Ist doch nicht so arm. Der will wieder auf mich losgehen. Ja.
will den ja nicht töten, sonst hätte ich jetzt schon längst... Noch nicht mal mehr. Ich brauche deine Hilfe. Das war jetzt nur ein Reflex, dass ich mich hingekniet habe, aber geil. Das Graphon verfügt über einen mächtigen Sturmangriff, der Gegnern und bestimmten Barrikaden großen Schaden zufügt. Halte links 2 gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeige des Graphons, da sie beim Angriff verbraucht wird. Ah, okay. Neue Plätze im Tierinventar sind freigeschaltet. Oh. Okay. Also mit L2. Achso, ich muss gedrückt halten. Mit L2. Okay. Das ist ja mal geil. Können wir das hier auch so kaputt machen vielleicht? Also, wenn ich diesen Angriff benutze, dann gehen die Dinge auch kaputt. Oh, halt, da war was. Geil, und einsammeln kann ich damit auch. Das ist cool. Aua. Aber geil. Man muss sich echt dran gewöhnen, aber es ist schon lustig. Moment. Ich dachte, ich soll da oben hin. Jetzt zeigt er mir doch wieder woanders an. Das Teil ist einfach nur cool. Ist das seine Höhle? Moment, ich guck mal eben. Graphon? Ach nee, Prüfung Merli. Ach so, ja, stimmt. Okay. War gerade ein bisschen... Oh, ich bin hier gerade so voll fasziniert. Aber ich denke, es ist besser, wenn ich mit dem Besen hier weiter rumfliege. Kann ich das dann einfach so holen quasi als Reittier? Reittiersteuerung, ist klar. Aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach so, okay. Ach, okay. Dann würde ich sagen, ich fliege erstmal eben schnell wieder zurück und wir sehen uns dann gleich am... Zielort wieder. Bis gleich. So, wir sind so gut wie da. Och, ich sehe gerade, was das hier für ein Nest ist. Cool. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir den jetzt raus mit X? Zeit für einen kleinen Ausflug. Genau. Wir müssen Professor Fig mal ein bisschen erschrecken. Hallo, Professor Fig. Achso, der ist ja gar nicht mehr da. Stimmt ja. Aber ich glaube, ich weiß. Aufladung ist nicht verfügbar. Hä? Wieso kann ich da jetzt nicht gegenhauen? Also gegenhämmern. Hallo, du bist doch aufgeladen. Ach so, er muss... Moment. Nein, du musst da draufstehen. Bleib doch mal hier. Ja...
Okay. Aber, mein Freund, du solltest lieber drin bleiben. Weil das sieht ein bisschen eng aus für dich. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Hier ist soweit nichts, wenn ich das richtig sehe, ne? Nö. Doch, in der Mitte ist noch was. Das können wir noch eben mitnehmen. Ja, ich befürchte allerdings auch, am Ende stehen wir uns wieder irgendwelchen komischen Rittern gegenüber. Sieh dir die Denkario-Erinnerung an. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihnen zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Na gut, dann holen wir uns mal die Erinnerung, ne? Sieht immer noch so aus, als ob das Ding einen gleich angreift. Das kenne ich ja noch aus Final Fantasy. Da waren auch so große Dinger und auf einmal, schwupp, wurde man angegriffen. Hallo? Isadora? Isadora? Oh. Mr. Morgan, hab ich. Sam, gut, dass Sie da sind. Isadora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isadora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Wir müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isadora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isadora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus!
sie lebt. Wow. Hey, was ist jetzt los? Das war jetzt... ja, heftig. Schon sowas Ähnliches, wie ich mir gedacht habe, aber das war schon heftig mit anzusehen. Vor allem, wie dann nachher auch der Avada Kedavra halt kam, ne? Ja... Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora kämpften. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. In Ordnung, Professor. Auf Wiedersehen. Ja, das war also die Prüfung, wobei ich die ganz cool fand und diesmal am Ende auch ausnahmsweise mal kein böser Ritter war, was ich wiederum noch cooler fand. Warte jetzt eigentlich da drauf, hallo, dass mir eine neue Aufgabe zuteil wird? Aufgabe? Ah, okay. Da ist sie auch schon. Ollivander nach der Meinung fragen. Ja, ich würde sagen, ich weiß ja nicht, wie lange das noch dauert, aber die Prüfung an sich haben wir schon mal hinter uns. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit Ollivander, ja, ich sag mal, und Co. Mit ein bisschen Glück, beziehungsweise wenn alles so läuft, wie sie es gesagt haben, wird Ollivander uns hoffentlich helfen können und wir können dann entsprechend das Ganze öffnen. Hoffe ich zumindest. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.